Die Top 10 Reiseziele Deutschlands. Auf Platz 1 die Ostseeküste zwischen Traumstränden und Backsteingotik. Mit skandinavischem Flair von Flensburg bis zum Stettiner Haff. Badekultur entdecken im Seeheilbad Heiligendamm oder Ostseebad Kühlungsborn. Vielfalt für Aktivurlauber, Erholungssuchende, Kunst- und Architekturbegeisterte. 2000 Sonnenstunden im Jahr, perfekt für einen Urlaub am Meer. Frischen Fisch genießen im Seebad Binz auf Rügen. Ein lohnender Tagesausflug, der Nationalpark Jasmund mit dem 118 Meter hohen Kreidefelsen Königsstuhl. Wer es nostalgisch mag, sollte eine Fahrt mit dem rasenden Roland der historischen Schmalspurbahn nicht vergessen. Strandurlaub mit Shopping und Sightseeing in den geschichtsträchtigen Hansestädten verbinden. Auf Platz 2 der Schwarzwald. Typisch die traditionellen Trachten mit ihren roten Bommeln und die Kuckucksuhr. Die Ortschaft Schramberg, historisches Zentrum der Uhrmacherkunst. Abwechslung, das verspricht Deutschlands höchstes und größtes Mittelgebirge. Wander- und Naturfreunde kommen in einem vielseitigen Landschaftsgebiet auf ihre Kosten. Ein Besuch beim Baumwipfelpfad oder der Wildline-Hängebrücke. Familienspaß bieten zahlreiche Freizeit- und Tierparks. Todtnau wartet mit der längsten Sommerrodelbahn Deutschlands auf. Ruhig bis abenteuerlich am Schluch- oder Titisee. Den Naturpark auf Radwegen und Mountainbike-Pfaden erkunden. Für Weinliebhaber verspricht der Badische Weinradweg eine verlockende Kombination aus Kulinarik und Aktivurlaub. Ein Stück Schwarzwälder Torte genießen, die Wasserfälle des Rheinpfalz bestaunen. Auch Winterurlauber kommen im Schwarzwald auf ihre Kosten. Einige hervorragende Skigebiete finden sich hier in einem traumhaften Schneeparadies. Der Feldberg, die Münstertalwieden oder der Todtnauberg. Auf Platz 3 die Nordseeküste. Die raue Seite Deutschlands zwischen Dänemark und der Niederlande. Bunte Badeorte, endlose Sandstrände, idyllische Fischerdörfer und richtig frische Luft. Entspannung und Wellness in St. Peter-Ording. Eine Wanderung durch Swat bei Cuxhaven. Zahlreiche Inseln bieten vielfältige Urlaubsziele. Gemütliche Strandspaziergänge. Kegelrobben, die sich mit ihrem Nachwuchs sonnen. Kulinarischer Genuss an den traditionellen Hummerbuden. Auf dem Platz 4 das Allgäu zwischen Bodensee, Donau und Lech. Idyllische Naturlandschaften mit Bergen und Seen. Zahlreiche Bergbahnen eröffnen atemberaubende Blicke auf Täler und Wälder. Egal ob Sommer oder Winter, rodeln lässt sich zum Beispiel am Söllereck das ganze Jahr. Ein besonderes Wanderhighlight, die Wandertrilogie. Ein Fernwanderwegenetz durch die unterschiedlichen Landschaftstypen des Allgäus. Die Routen tragen die Namen Wiesengänger, Wasserläufer und Himmelsstürmer. Radwege entlang zahlreicher Schlösser laden zum Träumen ein. Das Highlight? Ludwigs Märchenschloss Neuschwanstein. Auf Platz 5 die Sächsische Schweiz. Etwa 30 Kilometer von Dresden entfernt liegt das Elbsandsteingebirge der Sächsischen Schweiz. Besonders eindrucksvoll zu erkunden bei einer Wanderung entlang der Elbe zum Aussichtspunkt auf der Bastei und zur Basteibrücke. Der Blick von dort ist unschlagbar. Wer eine längere Wanderung möchte, findet im deutsch-tschechischen Nationalpark Sächsische Schweiz jede Menge spannende Routen, auch barrierefrei. Zelten ist dort zwar verboten, übernachten im Freien aber erlaubt. Ideal zum Bivakieren. Die über 1100 freistehenden Sandsteinfelsen mit unzähligen Kletterwegen bieten Aktivurlaubern beste Bedingungen. Kein Wunder, dass das Freeclimbing in der Sächsischen Schweiz erfunden wurde. Spektakuläre Natur trifft im Elbsandsteingebirge auf geschichtsträchtige Baudenkmäler. Prächtige Schlösser, sagenumwobene Burgen, malerische Gärten und historische Poststraßen. Auf Platz 6. Die Mecklenburgische Seenplatte. Ein Landkreis Mecklenburg-Vorpommerns wird auch das Land der 1000 Seen genannt. Es ist das größte vernetzte Wassersportrevier Europas. Urige Kanäle wie der Mirower Kanal verbinden die Gewässer miteinander und laden zu Kanu- und Bootsfahrten ein. Die Müritz ist mit über 110 Quadratkilometern Fläche Deutschlands größter Binnensee. Der Name kommt vermutlich aus dem Slawischen und bedeutet so viel wie kleines Meer. Der Müritz-Nationalpark mit UNESCO-Weltnaturerbe und 7 weitere Naturparks bieten zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Ein besonderes Erlebnis? Ein Urlaub auf dem Hausboot. Vor allem im Herbst und Winter lohnt sich ein Blick in den schier endlosen Nachthimmel. Keine Lichtverschmutzung. Hier lässt sich sogar die Milchstraße entdecken. Auf Platz 7 der Spreewald.
Denkt man an den Spreewald, denkt man wahrscheinlich zuerst an Gurken. Doch der Spreewald in Brandenburg hat noch viel mehr zu bieten. Als Reiseziel immer noch ein Geheimtipp. Entlang der typischen Kanäle lässt sich die Natur des Biosphärenreservats zu Rad, Fuß oder mit dem Paddelboot erkunden. Eine Auszeit von der Großstadt vor den Toren Berlins. Bei Bädern, Massagen und Beauty-Anwendungen mit Spreewaldkräutern. Eine rustikale und aufregende Alternative ist das Übernachten in den typischen Holzfässern der Region. In der Gemüsekammer Brandenburgs finden sich zahlreiche Hofläden mit frischem Proviant für ereignisreiche Urlaubstage. Auf Platz 8, der Bodensee. Im Dreiländereck zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Klima ist mild und fast schon mediterran. Optimale Bedingungen für tropische Pflanzen. Auf der Insel Mainau wachsen sogar Palmen. Viele nennen die Insel wegen ihrer Pflanzenvielfalt auch Blumeninsel. Den höchsten Weinberg Deutschlands, den Hohentwiel, findet ihr in Singen. Die Küste des Bodensees ist 273 Kilometer lang. Ideal zum Wandern oder Radfahren. Traumhafte Blicke auf das tiefblaue Wasser vor einer beeindruckenden Alpenkulisse. Wassersportler kommen besonders gerne hierher zum Windsurfen und Segeln. Kulturinteressierte können Städte wie Konstanz, Lindau und Friedrichshafen erkunden. Als eine der schönsten Städte gilt Meersburg. Eine malerische Altstadt, direkte Lage am See und ein hervorragendes Weinanbaugebiet. Auf Platz 9 der Harz. Verwunschene Wälder, mystische Bachläufe, atemberaubende Höhen und dramatische Schluchten. Die grüne Lunge Deutschlands entfacht mit ihrer kontrastreichen und wilden Natur seit Jahrhunderten die Fantasie ihrer Besucher und Bewohner. Der Legende nach treffen sich die Hexen auf dem 1141 Meter hohen Brocken, den Blocksberg. Auf dem Harzer Hexenstieg, einem 100 Kilometer langen Wanderweg, kann man die traumhafte Aussicht über das Mittelgebirge genießen. Auch im Winter hat diese verhältnismäßig preisgünstige Urlaubsregion viel zu bieten. Zahlreiche Skigebiete wie der Wurmberg bei Braunlage lassen das Wintersportlerherz höher schlagen. Nicht fehlen sollte auch eine Fahrt mit der Harzer Schmalspurbahn durch die verzauberte Winterlandschaft dieser naturbelassenen Region. Auf Platz 10 der Bayerische Wald, das grüne Dach Europas im Dreiländereck zwischen Deutschland, Tschechien und Österreich, ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Europas. Ein besonderes Erlebnis. Die abwechslungsreiche Natur genießen, auf den Spuren der Waldtiere wandern oder mit dem Gleitschirm den Wald von oben betrachten. Die kostenfreien Nationalparkzentren mit Tierfreigeländen und Waldspielplätzen eignen sich ideal für einen Familienurlaub. Badeseen wie der Drachensee versprechen wohlverdiente Abkühlung. Entlang der Wanderwege laden Berggasthäuser und Brauereien zum Verweilen bei typisch bayerischer Hausmannskost und Bierspezialitäten ein. Im Winter bietet der Bayerische Wald Langlaufrouten und große Areale zum Snowkiten, beispielsweise in St. Engelmar. Welche ist eure Lieblingsregion in Deutschland? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und abonniert unseren Kanal.